Diese Menschen sind gefährlich. Ich liebe euch alle, egal ob ich schwarz oder weiß, denn ich spiel keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leon Love Lock Highlights und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Liebe geht raus an die Community und zwar ziehen wir uns ein Video rein, welches, glaube ich, sehr interessant ist. Diese Menschen sind gefährlich. So erkennst du Neid und Falschheit und schützt dich vor ihnen. So, wir gehen rein in die Recherche, meine lieben Freunde. Lasst einen Daumen nach oben da, schreibt ein Kommentärchen, abonniert diesen Kanal, ich liebe euch. Ab geht der Peter und los. Hattest du schon einmal diesen Moment in einer Freundschaft, in dem ein Lächeln erzwungen schien? Ein Kompliment etwas zwiespältig wirkte? Das ist dein Bauchgefühl, das dich vor Neid und Täuschung warnt. Das haben, glaube ich, sehr, sehr viele Leute. Ich habe da sogar schon mal ganz früh, schon damals mal ein Video drüber gemacht, so. Und habe da auch gesagt, dass ich ein Mensch bin, der sich lieber mit Menschen umgibt, die ehrlich wirken, die so wirken, als ob sie wirklich ein Interesse daran haben, dass es dir als Freund auch gut geht und dass du glücklich bist, so. Weil ich sag euch ganz genau so und ganz ehrlich, so wie es ist, dass viele Leute, die mit euch befreundet sind, tief in sich, wenn du Erfolg hast oder wenn es dir gut geht oder wenn du irgendwas erreicht hast, Neid spüren und dir das eigentlich nicht gönnen. Und ich sag euch wirklich, ich habe auch jahrelang mit solchen Menschen zu tun gehabt, bis ich dann irgendwann mal Leute in mein Leben bekommen habe, wo ich das Gefühl hatte, dass wenn ich was erreiche und wenn ich irgendwie aufs nächste Level komme oder irgendwas Gutes bei mir passiert, dass die sich wirklich freuen, Digga, und wirklich mit Herz und mit Liebe dabei sind. Das ist dann so wie Familie, weißt du, wie ich meine? Das ist dann auch für mich mehr als nur eine Freundschaft, was Leute als Freundschaft bezeichnen so. Und das sind die Leute, mit denen ihr euch umgeben solltet. Die anderen Leute solltet ihr nicht so nah an euch ranlassen. Weil die nicht wirklich ein Interesse daran haben, dass es euch gut geht. Und ich sage euch, ihr seid lieber alleine als mit Leuten, die euch tief im Herzen die Sachen, die ihr erreicht, nicht gönnen. Sie vergiften Beziehungen schneller, als du denkst. Stelle dir die engsten Bindungen vor, die du schätzt, das geteilte Lachen, das gemeinsame Durchstehen von Stürmen. Denke an diese Beziehungen wie an ein mächtiges Schiff, das sich durch die Herausforderungen des Lebens bewegt. Nun stell dir einen unsichtbaren Eisberg vor, der langsam den Rumpf unter der Wasserlinie wegschabt. Plötzlich das Schiff, das du für unbesiegbar gehalten hast, beginnt zu knacken, zu sinken. Genau das bewirken Neid und Täuschung. Facts. Sie sind geflüsterte Zweifel, kleinliche Rivalitäten. Also wie kleine Viren, die in deinen Kopf dann reinkommen und dann wirklich dich, dein Denken, dein Leben, das, was du erreichen könntest, beeinflussen. So. Das ist auch kein einfach nur ein Spruch, dass du eine Summe aus den Menschen bist, mit denen du am meisten Zeit verbringst. Und wenn du Leute in deiner Umgebung hast, die neidisch sind, missgünstig sind und die negativ eigentlich sind im Endeffekt, dann wirst du auch so sein in Zukunft. Und diese Menschen können dafür sorgen, dass du deine Ziele und deine Träume und das, was du erreichen möchtest, nicht erreichst. Dessen müsst ihr euch bewusst werden, dass wenn ihr einen Traum habt und wenn ihr was erreichen wollt und ihr teilt es mit Leuten, die dann Zweifel äußern oder die euch einreden wollen, dass ihr das nicht könnt, dann nimmt das Potenzial davon weg, dass ihr das wirklich könnt. Weißt du? Anfangs scheinen sie harmlos zu sein, aber unbeachtet breiten sie sich wie eine Krankheit aus. Fact. Dein stärkstes Unterstützungssystem schwächt sich, das Vertrauen wird brüchig. Das ist der Zeitpunkt, an dem Verrat fast unvermeidlich erscheint und zuschlägt, wenn du es am wenigsten erwartest. Wir sehen die herzzerreißenden Nachwirkungen, Freundschaften zerbrochen, Loyalitäten gebrochen. Doch selten gehen wir auf die Wurzel des Problems ein. Warum lassen wir diese giftigen Dinge nagen, bis alles zusammenbricht? Weil die meisten Leute nicht mehr mit sich selbst allein sein können und lieber mit Leuten abhängen, die denen nicht gut tun, als alleine zu sein, Digga. Das ist einer der größten Probleme in unserer heutigen Gesellschaft, so. Die wollen immer das Gefühl haben, dass sie mit 1000 Leuten cool sind und in einer Shisha-Bar abhängen mit 7, 8 Leuten, aber die Leute gar nicht wirklich ein Interesse daran haben, dass es dir gut geht, sondern Hauptsache, du umgibst dich mit Leuten, damit du das Gefühl hast, du gehörst dazu. Real sein. Es ist frustrierend, wenn ein Freund, von dem du dachtest, er wäre in jeder Lebenslage für dich da, plötzlich Schatten wirft oder seltsam glücklich wirkt, wenn es dir nicht gut geht. Das kennt ihr alle, Digga. Guckt mal genau hin, hört mal genau hin. Euer Bauchgefühl sagt euch das schon länger. Das ist das Gift des Neides und der Heuchelei, das sich einschleicht und die Stimmung verdirbt. Niemand braucht diese Art von Drama. Hier ist die Sache. Die grünäugigen Monster in deiner Freundesgruppe zu entdecken, ist eine Superkraft.
Plötzlich vertraust du nicht mehr blindlings den falschen Leuten oder verschwendest Energie für Beziehungen, die heimlich darauf aus sind, dass du scheiterst. Stell dir vor, du könntest echte Unterstützung von dünn verschleierter Konkurrenz auf den ersten Blick unterscheiden. Das ist ein Upgrade für dein Freundschaftsspiel. Facts. Heute verrate ich 6 untrügliche Anzeichen dafür. Und ich, teilweise war ich auch so, weißt du? Ich habe das zum Glück dann auch schnell verstanden, aber teilweise war ich auch manchmal so, dass ich mir gedacht habe, so, fuck, Digga, ich bin immer alleine oder ich, weißt du, dass ich mich dann mit Menschen umgebe, einfach nur, damit ich mit jemandem bin, was sich aber eigentlich nicht gut anfühlt. Aber bei mir ist es auch so, wenn ich das tue, dann passieren auch ganz schnell Dinge, die sehr, sehr negativ sind und die dann dafür sorgen, dass wir getrennt werden, so, weißt du? Da bin ich auch wieder protected irgendwie, habe ich das Gefühl von Gott. Der nimmt dann diese Menschen auf irgendeine Art und Weise immer aus meinem Leben raus, weißt du? Aber ja, wir tendieren halt dazu, wenn wir viel allein sind oder einsam sind, nicht nur bei Freundschaften, sondern auch bei Beziehungen mit dem anderen Geschlecht so. Wie viele Typen kenne ich damals, die gesagt haben, ja, ich fühle die eigentlich nicht richtig, aber Bruder, ich bin alleine gerade, weißt du? So, was soll ich machen? Dann bin ich halt lieber mit der zusammen. Andersrum noch mehr. Irgendwelche Girls, die mit irgendwelchen Typen zusammen sind, die überhaupt nicht fühlen eigentlich, aber sagen, ja komm, der zahlt wenigstens das, dies so, der ist wenigstens da, weißt du, wenn irgendwas ist. Aber ich fühle den eigentlich nicht wirklich. Das ist brutale Zeitverschwendung, Freunde. Brutale Zeitverschwendung. Die Eifersucht bei jemandem überhand nimmt. Das hier ist dein Schnellkurs, um deine Energie zu schützen und die wirklich wertvollen Verbindungen zu stärken. Seelenverwandte. Wenn du bereit bist, dich für immer von toxischen Freundschaften zu verabschieden, klicke auf den Abonnieren-Button. Like dieses Video, wenn du einen Kreis schaffen möchtest, in dem jeder für dich da ist. Hat noch jemand mit einem Freund zu tun gehabt, dessen Unterstützung mit einer Prise Bitterkeit kam? Teile deine Geschichten unten. Wir sind ich küsse dein Herz, Mary. Hier, um zu verstehen, wie sich das im echten Leben abspielt und um die echten Freundschaften zu feiern, die uns unterstützen und nicht herunterziehen. So. Lass uns diese falschen Freunde loswerden und uns auf das konzentrieren, was wirklich zählt. Bist du bereit für diese Tiefenanalyse? Eifersucht. Das grünäugige Monster. Es kündigt sich nicht mit Fanfaren an. Nein. Die Eifersucht. Und jeder, der Eifersucht in sich spürt, ne, und Missgunst und Neid und so, fangt an, das zu bekämpfen, Freunde. Ich schwöre euch, das wird euer Leben so krass verbessern. Wenn ihr aufhört, neidisch zu sein, eifersüchtig zu sein, sondern wenn ihr Menschen seht, die vielleicht schon erreicht haben, was ihr erreichen möchtet, so, dann hört auf, das denen nicht zu gönnen, sondern nimmt es als Motivation. Sagt euch, geil, Digga, guck mal, der hat das schon geschafft, so. Korrekt, Digga, ich gönne dem das und ich werde auch alles dafür geben, um da eventuell mal hinzukommen, so. Weißt du? Ich hab das auch manchmal. Wir haben alle diese Stimmen im Kopf, die manchmal dann andere Leute verurteilen wollen oder neidisch sein wollen oder sagen, ja, guck mal, der Wichser und so. Weißt du, wie ich meine? Wir haben das alle. Aber dagegen müssen wir arbeiten. So, weil das zieht dich in deinem eigenen Leben runter, wenn du diese Mentalität hast, dass du anderen nichts gönnst oder neidisch bist, so. Dann wird es dir immer schwerfallen, selbst dahin zu kommen. Du kannst nicht dahin kommen, wenn du darauf neidisch bist und das mit negativen Emotionen vollpackst, so. Weißt du? Funktioniert nicht. So. Geht nicht. Ein Meister des Flüsterns. Ein Schatten, der sich an den Rändern unserer Lächeln festklammert. Das ist der Teufel, ja, ist so. Sie beneidet den Glanz in den Augen eines anderen, die Freude, die wir im Erfolg oder in der Zugehörigkeit finden könnten. Da muss ich mich auch immer wieder darauf konzentrieren. Weißt du, wie ich meine? So. Manchmal so, das ist so. Die Leute, die schlecht über andere Leute reden, auch im Internet oder irgendwo, das sind die Leute, die in den anderen irgendwas sehen, was sie selber gerne hätten, aber sich das nicht bekommen. Und dadurch, dass sie negativ über diese Leute reden, halten sie sich selbst davon ab, da selbst hinzukommen. Weißt du? Ich war noch nie so krass neidisch oder missgünstig oder so. Aber trotzdem kommt das manchmal, dass wenn du dich dann vergleichst mit anderen und dann denkst du halt so krass, Digga, ich wäre auch gerne. Und dann kannst du dazu tendieren, aber da musst du einfach die Perspektive wechseln und verstehen, dass das eine Inspiration für dich sein sollte. Weißt du? Doch wo die Eifersucht brennt, folgt oft Täuschung. Eine Maske, sorgfältig gefertigt, um ein Herz zu verbergen, das sich verbittert hat. Diese giftigen Zwillinge Eifersucht und Täuschung zersetzen selbst die engsten Bindungen. Wie unsichtbare Termiten nagen sie an Freundschaften, entwirren das Vertrauen und zerstören, was uns lieb ist. Doch wie entlarven wir diese Gefahr und erkennen Eifersucht?
Die Weisheit verlangt von uns, über das Offensichtliche hinauszuschauen. Es sind die versteckten Komplimente, getarnt als Besorgnis, die vorgetäuschte Begeisterung, die wahre Wärme vermissen lässt. Das kannst du fühlen. Wir haben alle als Menschen, und das ist halt eine ganz wichtige Sache, was wir wieder lernen müssen, ist, dass wir alle so ein Bauchgefühl haben. Unsere Seele spricht zu uns die ganze Zeit und wir können das merken und fühlen. Du merkst, wenn ein Mensch dir ein Kompliment gibt und das wirklich von Herzen meint, oder wenn er dir ein Kompliment gibt und es gelogen ist und er in sich eigentlich was ganz anderes fühlt. Wenn du in Touch mit dir selber bist und wenn du ein gutes Bewusstsein hast, deswegen immer an deinem eigenen Bewusstsein arbeiten, dass du Dinge merken, fühlen, spüren kannst, so, dann merkst du das. Ich habe das schon immer gemerkt. Wenn einer mir ins Gesicht lächelt, mir ein Kompliment gibt, aber eigentlich das Gegenteil meint, so. Habe ich auch schon oft erlebt, gerade damals. Ich habe so oft Leute gesehen, damals, wo ich heftigen Hype hatte, in Berlin zum Beispiel und so, kamen es 1000 Leute, wenn ich in den Club gegangen bin oder so, zu mir gekommen, haben mich voll gelabert, wollten Bilder mit mir machen und so. Und ich habe immer zu Fanus oder zu meinen Homies, die da waren, habe ich immer gesagt, Bruder, guck mal, der ist ein Hater, safe. Der kommt, macht Bild, sagt, ey, geiler Typ, dies, das. Und ich weiß ganz genau, dass der Hater Kommentare schreibt. Ich fühle das, Digga. Ich sag, Bro, der ist ein Hater, safe. So, du kannst es merken. Der stille Rückzug, wenn dein Glück eintrifft. Um uns zu schützen, müssen wir zu Studenten der menschlichen Natur werden, sensibel für die unterirdischen Strömungen unter der Oberfläche. Denke daran, Eifersucht und Täuschung offenbaren sich selten direkt. Sie gedeihen im Schatten. Dies ist das Schlachtfeld in uns selbst, in den scheinbar gewöhnlichen Momenten, in denen die Wahrheit unausgesprochen bleiben kann. Während wir uns darauf vorbereiten, ein Licht auf die 6 Hauptindikatoren von Neid und Täuschung zu werfen, ist es wichtig, über die Notwendigkeit nachzudenken, aufmerksam zu sein und die subtilen Dynamiken in diesen Verhaltensweisen zu verstehen. Das Erkennen dieser Zeichen ist nicht nur eine defensive Taktik. Es ist ein wesentlicher Schritt hin zu ehrlicheren und stabileren Beziehungen. Denke daran, dass die bald enthüllten Informationen ein entscheidendes Instrument für dein eigenes Wachstum sind, sowohl persönlich als auch emotional. Bleib fokussiert, denn das, was als nächstes kommt, könnte grundlegend verändern, wie du die Interaktionen in deinem Leben wahrnimmst und dich befähigen, eine Umgebung voller Transparenz und gegenseitigem Vertrauen zu schaffen. Stelle dir vor, du erlebst einen persönlichen Sieg, einen Traumjob, ein hart erkämpftes Ziel, sogar das Überwinden einer überwältigenden Hürde. Du erwartest natürlich Freude von denen, die du Freunde nennst, aber stattdessen eine unheimliche Stille. Tja, wer kennt das? Unterstützung verschwindet, wenn du sie am meisten brauchst. Bist du in dieser Erfahrung allein? Leider nein. Falsche Freunde lauern oft im Verborgenen. Bruh, die sind überall. Sie sind. Ich sag, die meisten Menschen haben falsche Freunde. Wenn ich gucke, meine Freundschaften, die ich jemals in meinem Leben hatte, so insgesamt, und die vergleiche mit den meisten Freundschaften, die ich in der Welt sehe, dann sage ich dir, die meisten Freundschaften, die ich in der Welt sehe, sind keine echten Freundschaften. 90%, Bro. 100, also wirklich jetzt. 90% von den Freundschaften, die ihr für echt haltet, sind nicht echt. Die haben alle ein Ablaufdatum. So. Und da ist keine echte, wahre, richtige Liebe am Start, Bro. In guten Zeiten, strahlende Lächeln. Aber wenn du am hellsten... Deswegen auch für mich voll die wichtige Sache, sich auf die Familie zu konzentrieren. Familie ist das, was... Und die Liebe zu deiner Mom oder zu deinen Eltern generell ist das, was bedingungsloser Liebe am nächsten kommt. So, und wenn du Glück hast, wirst du noch den ein oder anderen Seelenverwandten hier auf der Erde kennenlernen, der wirklich dich liebt, so wie du bist. So. Aber das ist selten, sehr, 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 sehr selten. Strahlst? Oder schlimmer noch, wenn Herausforderungen dein Licht dimmen, Stille. Oder vielleicht bagatellisieren sie sogar deine Siege. Das tut weh. Also warum? Echte Freundschaft übersteht sowohl Feiern als auch Herausforderungen. Ist so, Mann. Die Freunde, die weg sind, wenn du mal irgendeine Scheiße baust oder wenn es mal Probleme in der Freundschaft ist, waren keine... Freunde wirst du erkennen, wenn du dann später mal irgendwann in Rente bist, Digga, wenn du 80, 90 bist, so. Da wirst du sehen, wer wirklich für dich da war. So, über eine große Zeit deines Lebens.
Ne, der Typ, der mit dir ist, ist seit 3, 4, 5 Jahren oder auch seit 10 Jahren, wenn du weißt jetzt noch nicht, wer wirklich wahre Freunde waren. Weißt du noch nicht. Das wirst du erst am Ende sehen. Doch diejenigen, die Neid oder Unsicherheit verbergen, können deine Freude nicht ertragen. Ihre Reaktion oder das Fehlen davon zeigt... Wie viele Freunde waren nach dem Treppenhaus-Video noch bei dir? Keiner von den Leuten, mit denen ich, die ich als Freunde bezeichne, hat das Treppenhaus... Also auf dir, auf keine von den Leuten, die ich als Freunde bezeichne, hat das Treppenhaus-Video irgendeinen Effekt gehabt. So. Also ich bin da schon sehr... Also, ich bin da schon sehr nah dran gewesen, schon immer. Ich habe nie Leute an mich rangelassen, einfach so kumpelsmäßig. Weißt du, wie ich meine? Die Freunde, mit denen ich damals war, mit denen habe ich heute noch Kontakt. So. Die Freunde, die ich wirklich als Freunde zähle, die werden immer in meinem Herzen sein. Und die, ich bin bei denen auch immer im Herzen. Das ist eine Verbindung, die geht über Freundschaft hinaus. So. Das ist Seelenverwandtschaft für mich. Weißt du? Einen Mangel an emotionaler Investition in dich. Sie standen nie wirklich an deiner Seite. Verschwende keine emotionale Energie für diese Sonnenscheinfreunde. Sonnenscheinfreunde, geil, fühle ich. Hier ist die harte Wahrheit. Solche Abwesenheiten sprechen Ben. Hab es schon getestet und sie sind durchgefallen, ja, siehst du? Die meisten, leider die meisten, fallen bei solchen Geschichten durch. Es liegt nicht an dir, es liegt an ihnen. Und diese Erkenntnis, wenn auch schmerzhaft, schenkt dir eine seltsame Gabe. Das Wissen, wo diese Loyalitäten wirklich liegen. Denk daran, konzentriere dich stattdessen auf deinen Kreis der wirklich Unterstützenden. Im Leben ist es die Qualität, nicht die Quantität, die uns durch Höhen und Tiefen bringt. Umgebe dich mit Herzen, die dich erheben, wenn du aufsteigst, und dir eine starke Schulter bieten, wenn es schwierig wird. Wir alle sehnen uns nach menschlicher Verbindung. Doch diejenigen, die dein Strahlen dämpfen oder verschwinden, wenn Schatten fallen, waren wirklich nicht in deinem Team. Lass ihr Verhalten den Weg zu den echten Verbindungen erleuchten, die ein Leben lang halten werden. Facts. Die von Neid oder Unehrlichkeit getrieben werden, könnten versuchen, deine Erfolge zu minimieren, entweder mit negativen Kommentaren, die wie Witze erscheinen sollen, oder indem sie deine siegreichen Momente völlig ignorieren. Sie könnten versuchen, dein Rampenlicht zu stehlen, indem... Bruv, jeder hat diesen Kumpel, wenn du dem irgendwas erzählst, was du erreicht hast und so, du hast so das Gefühl, so der lacht vielleicht und sagt krass und so, aber du fühlst richtig, wie der das nicht fühlt, dass du gerade was erreicht hast, so. Meistens sind es halt die Leute, die selbst nichts auf die Kette bekommen, weißt du? Deswegen habe ich zum Beispiel schon immer geliebt, mit Leuten zu sein, die einen ähnlichen, ja, einfach, die ähnlich... diszipliniert sind, beziehungsweise nicht mal diszipliniert, aber wenigstens diesen Traum haben und dieses Streben nach Perfektion, dieses Streben nach was Gutes zu tun, was dazulassen, Gas zu geben, so. Das habe ich immer geliebt, weil die Leute, die das nicht haben, die haben dieses Feuer in mir immer als negativ gesehen. Die Leute, die jetzt nicht motiviert sind, die nicht jeden Tag ins Gym gehen, die nicht jeden Tag Yoga machen, beten, meditieren, versuchen besser zu sein, Bücher lesen, dies, das, bla bla bla, die haben das immer... Die hat das mies, also die fühlen sich davon angegriffen, wenn du stark bist, wenn du gut bist, wenn du die Dinge richtig tust. Die gucken dich an und denken sich, dieser Wichser, weißt du, der nervt mich. Weil du die konstant daran erinnerst, dass sie nichts auf die Kette kriegen. So, ist aber auch verständlich, weißt du, ist ja verständlich. Wenn du einen Kumpel hast, der die ganze Zeit Gas gibt und der die ganze Zeit versucht, das Beste aus sich und seinem Leben zu tun und du kriegst nichts auf die Kette, natürlich sieht er dich als Dorn im Auge. Sich auf Kleinigkeiten konzentrieren. Oder die Aufmerksamkeit auf sich selbst lenken, um deine Erfolge zu überschatten. Ebenso kann in schweren Zeiten das Fehlen von jemandem zum Anlehnen oder das Fehlen von aufmunternden Worten ein deutlicher Hinweis darauf sein, dass eine Freundschaft, die du geschätzt hast, vielleicht nicht so echt ist, wie du dachtest. Die Erkennung dieses Verhaltensmusters erfordert sorgfältige Beobachtung und oft die Bereitschaft, sich unangenehmen Wahrheiten über diejenigen um einen herumzustellen. Die Anerkennung und Akzeptanz dieser Realität sind jedoch entscheidend, um sich mit Menschen zu umgeben, die sie wirklich unterstützen, sich über ihre Erfolge freuen und ihnen helfen, wenn es ihnen nicht gut geht. Das Fehlen von Unterstützung in entscheidenden Momenten ist ein deutliches Warnzeichen dafür, dass es an der Zeit ist, bestimmte Beziehungen neu zu bewerten. Ja. Schätzen Sie diejenigen, die in Ihrer Präsenz und Unterstützung standhaft bleiben
egal was passiert. Das sind die Verbindungen, die ihre Zeit, Energie und vor allem ihr Herz verdienen. So. Während wir auf dieser Reise der Selbstentdeckung und des Lernens, wie man Anzeichen von Neid und Täuschung erkennt, weitermachen, denken Sie daran, dass die Qualität unserer Beziehungen tiefgreifende Auswirkungen auf unsere persönliche Reise hat. Ja. Der Aufbau eines engen Kreises echter Unterstützung stärkt uns nicht nur gegenüber den Herausforderungen des Lebens, sondern bereichert auch unsere menschliche Erfahrung durch echte und bedeutungsvolle Verbindungen. Eines der deutlichsten Anzeichen dafür, dass Sie es mit jemandem zu tun haben könnten, der nicht echt ist oder von Eifersucht getrieben wird, ist sein ambivalentes Verhalten. Es ist, als ob Sie zwei verschiedene Personen wären. Eine Version erscheint vor Ihnen, lächelt und lobt. Und eine andere Version taucht auf, wenn Sie nicht da sind, oft weniger schmeichelhaft und manchmal sogar offen negativ. Diese Art von Verhalten kann genauso verwirrend sein wie der Versuch, eine Handlung mit zu vielen Wendungen zu verfolgen. Es ist schwer, den Überblick zu behalten, besonders weil diese Personen oft geschickt in der Kunst der Täuschung sind. Menschen, die nicht aufrichtig sind oder die sich beneidenswert fühlen, können ihnen gegenüber oft übermäßig freundlich erscheinen, Lob aussprechen, dass etwas zu viel ist, und Interesse an ihrem Leben zeigen, das tiefgreifend erscheint, aber nur, wenn sie ihnen in die Augen sehen. Sie können als engagierte Freunde, unterstützende Arbeitskollegen oder fürsorgliche Familienmitglieder erscheinen und ein Bild von Positivität und Unterstützung projizieren, das auf den ersten Blick solide erscheint. Ja. Wenn du tief reinguckst, siehst du die wahre Intention. Das wahre Gesicht. Ich sag euch ja immer wieder, Mann, die Augen sind das Tor zur Seele. Und wenn du wirklich ein bewusster Mensch wirst und mal wieder anfängst, Menschen wirklich in die Augen zu gucken, während sie Dinge tun, dann wirst du da schon ganz viel sehen. Wie viel ich schon in Augen gelesen habe von Menschen, das ist crazy. Das ist wirklich crazy. Alleine wenn ein Mensch dir nicht in die Augen gucken kann, während er redet, so ist das schon ein heftiges Zeichen auf jeden Fall. Also, man kann Körpersprache, Augen, Verhaltensweisen so heftig lesen. Also, wir können Menschen so krass lesen eigentlich, wenn wir ein Verständnis und ein Bewusstsein aufgebaut haben. Das ist krass. Aber dieses Bild ist nur eine Fassade. Ich bin zwar stoned, aber das ist heftig. Ich küsse deine Zirbeldrüse, Bro. Stoned to the motherfucker. Eine glänzende Oberfläche. Gib mir die Stony-Vibes, man. Die entworfen wurde, um ihre wahren Motive zu verschleiern. Die wahren Absichten dieser Menschen zeigen sich, sobald sie ihnen den Rücken kehren. Negative Kommentare, herabsetzende Kritik und sogar schädliche Gerüchte können zu verbreiten beginnen und ein ganz anderes Bild zeichnen als das, was sie ihnen gegenüber gemalt haben. Diese Handlungen zielen oft darauf ab, ihren Ruf zu untergraben, ihre Erfolge zu diskreditieren oder einfach ihre Eifersucht auf schädliche Weise auszudrücken. Diese Art von inkonsistentem Verhalten ist ein Warnsignal für Täuschung und Eifersucht, denn es zeigt eine Kluft zwischen dem, was jemand ihnen ins Gesicht sagt, und dem, was sie tun, wenn sie nicht hinschauen. Während die Fassade, die sie aufrechterhalten, überzeugend sein kann, enthüllen ihre hinter den Kulissen getroffenen Maßnahmen ihre wahren Absichten und Gefühle. Dieses Zeichen zu erkennen erfordert, die Augen offen zu halten und manchmal Einblicke von anderen einzuholen, die doppelgesichtige Natur dieser Person gesehen haben. Die Anerkennung dieses Verhaltens ist entscheidend, denn es hilft ihnen, sich gegen diejenigen zu schützen, die versuchen könnten, sie auszunutzen oder ihnen auf subtile Weise zu schaden. Indem sie sich dieses Zeichens bewusst sind, können sie anfangen, die Authentizität der Menschen um sie herum zu hinterfragen und ihre Beziehungen auf der Grundlage der Übereinstimmung zwischen ihren Worten in ihrer Anwesenheit und ihren Handlungen in ihrer Abwesenheit zu bewerten. I like that. Diese Aufmerksamkeit schützt nicht nur ihr emotionales Wohlbefinden, sondern hilft ihnen auch dabei, einen sozialen Kreis aufzubauen, der auf echtem Vertrauen und gegenseitigem Respekt basiert und sich vor Unehrlichkeit und Eifersucht fernzuhalten. Es gibt eine Art von Gift, das freier fließt als Wein bei manchen Zusammenkünften. Flüsternd von Mund zu Mund, Ruf für Ruf zerstört es. Wir nennen dieses Gift Klatsch und es wird oft von einer mächtigen und gefährlichen Emotion befeuert. Neid. Genau wie Feuer sich schnell in trockenem Gestrüpp ausbreitet, kann ein gut ausgearbeitetes Gerücht einen Menschen guten Rufs zerreißen
und sein persönliches sowie berufliches Leben durcheinanderbringen. Facts. Die Taktiken der Neidischen. Diejenigen, die von Neid getrieben werden, werden ihr Ziel nicht direkt konfrontieren. Nein, sie sind weitaus hinterhältiger. Ein beiläufiger Kommentar, der darauf abzielt, Verdacht zu erregen. Hast du gehört, was Sarah gemacht hat? Eine vertrauliche Besorgnis, verhüllt in einer Freundesluft. Mir liegt an dir, also denke ich, du solltest wissen, was sie sagen. Ja. Jedes Wort ist ein Tropfen Gift, sorgfältig geliefert. Ich mag eh keine Leute, die so kommen. Ey, hast du gehört, was die da gemacht hat, so? Hast du gehört, was der da über den erzählt hat? Ich mag auch keine Leute, die sich über andere lustig machen oder so. Das sind schon für mich harte Red Flags, so. Ich würde nie mit jemandem befreundet sein, der generell sich über andere Leute... Zum Beispiel, was ich schon nicht abkann, ist, wenn... Keine Ahnung, wir sind am Beach oder wir sind irgendwo und dann ist jemand da, der vielleicht fett ist oder so. Und dann, guck mal, wie fett die ist oder so. Weißt du, was ich meine? Solche Sachen, Bro. Da bin ich halt komplett raus, so. Das gibt mir richtig Ekel sogar. So über andere, oder guck mal, wie der aussieht, guck mal, der ist voll dünn, oder guck mal, das ist dies und so. Das gibt mir voll die, das ist so unmenschlich, finde ich. Der Samen des Zweifels wird gesät und dann sorgfältig genährt. Die Geschichte entfaltet sich mit bösen Verzerrungen, einer grotesken Karikatur des beabsichtigten Opfers. Es könnte ihre Integrität, ihre Kompetenz oder... Ja, aber das Schockierende ist auch, wie viele das machen, ne? Das müsst ihr euch mal bewusst machen. Viele sind so drauf. ...ihren Charakter betreffen. Aber der Schaden ist immer derselbe. Ein nagendes Flüstern in den Köpfen derer, die einst Vertrauen schenkten. Die wahre Natur von Klatsch. Die Verbreiter solcher Geschichten verstecken sich hinter Masken der Empathie. Ich erzähle dir das nur, weil ich besorgt bin, verkünden sie. Aber Sorge ist nicht das, was sie antreibt. Es ist Neid. Und ihr ultimatives Ziel? Ich sag euch ehrlich, ich glaube, den Sinn vom Video, also ich glaube, die Message ist rübergekommen, oder Freunde? Ich glaube, also das dreht sich ein bisschen, so ein bisschen, also ich habe eigentlich das, was ich sagen wollte über das Thema und auch gehört, was ich so fühlen wollte eigentlich bei dem Thema, da bin ich eigentlich durch, weißt du? Ich habe das Gefühl, da erzählt jetzt halt immer noch ein bisschen mehr, wie Leute noch andere Situationen nutzen und so, aber ich glaube, die Message vom Ding ist rübergekommen und ich finde die Message auch sehr, sehr wichtig. Und es war mir auch wichtig, das zu teilen mit euch und auch mit der Community auf YouTube. Also ich werde das Ding auf jeden Fall unten verlinken. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr euch das mal komplett noch reinziehen. Aber ich bin dann an der Stelle mal raus, wenn ich das so sagen darf an der Stelle. Ja, Mann, schreibt eure Gedanken in die Kommentare rein. Nehmt euch das zu Herzen. Achtet darauf, mit was für Leuten ihr euch umgibt. Glaubt mir das. Das kann so einen heftigen Effekt auf euch, euer Leben, euren Traum, auf alle Dinge, die ihr erreichen möchtet, eventuell haben. So, dass ihr wirklich wählerisch mit den Leuten sein solltet, mit denen ihr sehr viel Zeit verbringt. Und wenn es hart auf hart kommt, mal für eine Zeit lang alleine zu sein, sowieso, gerade meiner Meinung, also ich kann nur aus der Männerperspektive reden, gerade für einen Mann so wichtig, mal eine Zeit lang in seinem Leben sich auf sich zu konzentrieren. Den Fokus auf sich zu legen, sich kennenzulernen und nicht die ganze Zeit sich mit Leuten zu umgeben und immer abgelenkt zu sein. Das ist eine sehr wichtige Sache. Das ist eine sehr wichtige Sache, um dann auch stabil zu sein am Ende des Tages, meiner Meinung nach. Ja, Mann, das wollte ich noch dazu sagen. Ich liebe euch. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Peace out. The issue.